Jo Leute, was geht ab und herzliches Willkommen hier zu ja, meiner absoluten aktuellen Lieblingsstrecke hier Spa-Francorchamps Runde 9 unserer Formel 2020 Yuki Tsunoda Season. Ich bin extrem erfreut, dass ihr eingeschaltet habt. Abonniert doch gerne den Channel. Aber es wird heute ein Rennen, das Legendenstatus erreichen wird. Um es ein bisschen zu übertreiben, 7 Kilometer sind hier auf 19 Kurven verteilt. 2 DS-Zonen und natürlich die bekannteste Kurvenkombination Orush, den Berg rauf. Das war ja immer diese Mutprobe und ich bin immer noch so fasziniert von dem Mythos Spa-Francorchamps. Jede Kurve ist hier gefühlt eine legendäre Kurve. Abonniert den Channel, wie gesagt, gerne kostenlos. Lasst doch gerne ein Däumchen rum da und schaut doch gerne auf unseren Instagram-Account und natürlich auch gerne auf unseren TikTok-Account vorbei. Das ist unten verlinkt. Apropos verlinkt, es ist natürlich alles verlinkt. Schaut doch gerne auf Twitter vorbei. Und es ist alles unten verlinkt, auch die Playlist zu diesen wunderbaren, ja, zu dieser wunderbaren Karriere. Ich habe mir gestern Formel 1 2021 gekauft und ich bin schon mega hyped da drauf. Matsushita und Schwarzmann, aber dazu später mehr. Dan Ticktum und Lundgaard, dann als fünfter Armstrong, mit dem wir letztens schwer kollidiert sind. Eilert und Drugovic, Piquet und Aitken, dann haben wir Mazepin auf 11 und Sato, Schumacher und Zu, Alesi, Giuliano und Samaya und Makelov, Giotto, sorry, Joel und Nisani und ganz hinten, wie immer wir, vor Luis de Letras. Ja, wie gesagt, ich bin echt mega, mega hyped schon auf das Game, wird dann am 17. Juni rauskommen. Wir dürfen es ja, die Vorbesteller dürfen schon 3 Tage vorher spielen, da bin ich auch cool und froh drüber. Wir hatten einen besseren Start wie de Letras hier neben uns und, na okay, wir hatten einen besseren, oh mein Gott. Wo will der Letras hier hin, bitte? Wir hatten auf jeden Fall einen besseren Start als Nisani, aber hier geht es in die erste Kurve rein. Neben Schumacher keine Berührung. Diesmal sehr konservativ, sehr vorsichtig. Lasst da sogar Su nochmal durch, dass uns da nichts passiert. Orush rauf wird immer so eine Mutprobe. Aber nicht, weil ich Angst vor der Kurve habe, sondern weil die KI hier extrem langsam ist. Wir fahren hier die 105er Schwierigkeit, aber die KI, keine Ahnung, die bremst irgendwie auf der Orush. Natürlich auch ein trauriger Beigeschmack 2019. Hier der tödliche Unfall von Antoine Hubert. Am Wochenende hat sich auch in Mugello, in der Moto 3, in der MotoGP, ein schwerer Unfall ereignet, dem Jason De Pasque, leider tödlich verunglückt, ist an den Folgen dann am Sonntag gestorben. Laut Infos, die ich im Internet gelesen habe, soll er anscheinend von seinem Motorrad erschlagen worden sein. Zuerst hat es ja geheißen, er ist vom Motorrad gefallen und der dahinterfahrende, Sakatschi, wie der geheißen hat, hat ihn dann leider erwischt am Kopf- und Brustbereich. Und das war dann auch ausschließlich oder anscheinend die Todesfolge. Er ist halt an seinen Verletzungen, ein zweites sind dann auch in den bewusstlosen Körper noch reingefahren. Es war halt zu eng, ist es dazu gegangen. Ich finde es natürlich, oder das wollte ich jetzt mal sagen, er ist dann auch an den Brust-, Bauch- und Kopfverletzungen leider erlegen am Sonntagvormittag. Das ist natürlich echt traurig, dass es im modernen Motorsport immer noch dazu kommt. Aber ja, was soll man sagen, das ist leider noch immer noch eine sehr gefährliche Sache, wenn dann 19-Jährige, so wie jetzt zum Beispiel, ich will jetzt nicht sagen, es sind ja glaube ich nur die 125er, aber trotzdem, dass sie damit gefühlt 200 herumcruisen, sie haben wahrscheinlich mehr Erfahrung als jeder normale Casual-Motorradfahrer, aber trotzdem, also dass die da herumfahren, ist trotzdem sehr, sehr schlimm. Gucken wir uns hier mal die Start-Replay an, um ein bisschen von diesem schrecklichen Thema abzulenken. Hier kommen wir gut, wir kommen... erstmal gut weg in der ganz vorne. TikTok hat da ein bisschen am Boden verloren. Wir sind mal gut weggekommen, aber dann hat uns irgendwie der Wumms gefehlt. Also vielleicht ein bisschen zu lowe Drehzahl gehabt, aber das ist, es ist Standard, dass ich in der Formel 2 jetzt nicht der beste Starter bin. Trotzdem macht es mir übel Spaß und ich freue mich natürlich auch, dass die wieder in Formel 1 2021 vertreten sein wird. Was mich auch zu meinem nächsten, da bin ich echt sehr, sehr,
übertrieben spät gebremst reingegangen und deswegen ja. Was mich auch zum nächsten Thema bringt, und zwar natürlich habe ich mir gestern Formel 1 2021 vorbestellt. Ich werde auch noch ein TikTok-Video drüber machen, auf jeden Fall. Also kommt gern vorbei und ich bin so hyped auf dieses Game. Ich freue mich so extrem auf dieses Spiel mit Breaking Point und auch diesen Realistic-Mode. Es wird einfach cool und natürlich auch mit Mick Schumacher, den es jetzt in dem Game geben wird, auch mein Team, was dann online, ich kann ein ganzes Video drüber schwärmen und hier ganz schön, ganz sexy gegen Eilerton, bisschen weggedreht, aber das ist, ja, da musst du mal das Gefühl in der ersten Kurve bekommen, aber wenn er hier nicht angeht, ich bin ein perfekter Rouge-Fahrer in der Formel 2 überhaupt, also in der Formel 1 auch, aber in der Formel 2 sowieso, ich liebe die Rouge zu fahren, sie perfektionieren und natürlich den meisten Schwung herauszufahren, das hört sich jetzt echt ein bisschen sehr selbstverliebt an, aber die Eau Rouge ist mit Abstand eine der die Kurven, die ich am besten beherrsche und auch ziemlich komisch, werde ich probieren für morgen ein My Team Video zu posten oder zu veröffentlichen, weil ich genau weiß, dass ich sonst nicht mehr irgendwie nachkommen werde. Hier jetzt auch Ende der Runde gegen Aitken sind wir schon in Blanchiment, Ende Blanchiment hier, an ihn dran, Bastop anbremsen, nein. Darovale möchte ich das jetzt nicht antun, dass ich den irgendwie noch den Flügel runterreiße, weil ich mich zu spät hier irgendwie zu spät bremse und mich verbremse. Das möchte ich ihn nicht antun. Und deswegen bremsen wir in die erste Kurve, in La Source ein bisschen rein. Und das wunderbar, wirklich. Das ist einfach nur traumhaft. Und auch der Exit hat dieses Mal sehr gut funktioniert. Das bedeutet, der Konter von der Weller, oder wie die dazu ihm sagen, wird ausbleiben, weil wir auch DRS von Armstrong bekommen, der zittert wahrscheinlich schon nach dem Crash in Ungarn. Falls ihr nicht wisst, was ich meine, ich habe euch natürlich oben rechts das Video verlinkt zum Ungarn Grand Prix, der echt ein bisschen schlimmer war. Es war zwar kein Ausscheiden, aber natürlich dank mir ein Nuller-Rennen für ihn und hier dann auch ohne Probleme mit DRS auf diese extrem langen Geraden, auch durch den übertriebensten Schwung. Der Eau Rouge kannst du hier wirklich, ich glaube, Leclerc hat hier mal 370 geschafft, also, und das mit dem Ferrari 2019, also, ja, und hier auch ganz spät reinbremsen, der hat da ein bisschen die Tür offen gelassen und ich dachte mir so, ja, warum nicht, gehen wir mal rein, und deswegen, ja, Drugovic auch hier ganz langsam unterwegs, also, ja, wir haben auch ein bisschen mehr Schwung und natürlich auch Windschatten, ne? Und hier jetzt auch, oh mein Gott, da gibt es die leichte Berührung, weil Drugovic echt hier aus der Kurve raus tuckert. Also DMP Motorsports hier in Belgien echt nicht so stark. Die waren in Ungarn ein bisschen stärker, muss ich sagen. Also überhaupt, von denen habe ich ja teilweise Nächte geträumt, um natürlich hier auf der Ironie-Seite zu bleiben. Trotzdem, hier echt ein bisschen enttäuschend. Drugovic so nur auf den 6. Platz und auch mit nicht der besten Leistung. Kommen wir hier zu den nächsten. Zunächst, okay, hier mit einem Burner aus der letzten Kurve. Zur nächsten Paarung hier, Eau Rouge rauf, Lundgaard hier mit Schwarzmann und ja, das wird leichtes Spiel werden. Also, und jetzt kommt der epischste Moment überhaupt. Wir probieren hier mal Lundgaard zu holen. Schwarzmann und hier, zack, wir machen das Überholmanöver wie Schumacher. Zwei auf einmal, drei nebeneinander und ich glaube, es war sogar an dieser Stelle ähnlich wie Schumacher, dieses legendäre Überholmanöver, haben auch wir hier Schwarzmann und Lundgaard auf einmal überholt und das auf der 105er Schwierigkeit. Also da gehört sich echt was dazu, hier so frech zu überholen, das ist einfach nur geil, wirklich. Das ist auch Racing vom Feinsten. Gucken wir uns mal die Replay an. Hier gegen Aitken, glaube ich, war das sogar noch. Ja, genau, das war Blanchiment Ross und dann hier Bastop Anfahrt, genau. Und dann hier Start und Ziel gerade gegen unseren Teamkollegen. Da fehlt schon ein Stück, aber das waren vielleicht einer der unzähligen Berührungen, weil die tuckern ja teilweise hier aus den Kurven raus. Und ja, hier auch kein Rutscher, es war perfekt rausgekommen. Ich bin perfekt rausgekommen und dann hier das letzte gegen Drugovic. Ja, nebeneinander. Okay, da sind wir schon meilenweit weg. Okay, das waren jetzt nicht ganz nebeneinander. Und ja, hier gucken wir uns dann, genau, hier waren wir dann schon an Lundgaard und Schwarzmann dran, der sich natürlich auch hier noch verbremst hat. Das hat die komplette Reihe hier noch ein bisschen mehr zusammengedrückt und dann auch Rouge raus. Schauen wir mal, wie nah wir hier dran waren. Das DS hätten wir, glaube ich, gar nicht gebraucht. Ich war schon vor der DS so nah dran, dass ich ihn fast hinten drauf gefahren bin. Und dann hier drei in einer Reihe. Einfach episch. Wir haben spätestens Brems, gewinnt das Duell. Und das haben wir dann für uns entschieden. Also genial, genial. Und wir drücken mal auf unter 2 Minuten die schnellste Rennrunde. Ja, und unser engste WM-Rivale, Dan Ticktum, ist jetzt knapp vor uns mit 2,2 Sekunden.
Jo, und wir sind ziemlich gut hier unterwegs hier. Holen auch richtig an TikTok auf. Und die anderen sind in den Boxen. Ich probiere mal so ein bisschen, weil ich ganz knapp hier, glaube unter einer Sekunde waren wir an TikTok dran. Ich probiere hier so ein bisschen den Overcut zu machen. Das heißt, wir werden ein bisschen länger fahren. Ein, zwei Runden länger. Wir werden mal gucken, was so passiert. Wir hatten nämlich, glaube ich, über 10 Sekunden zum vierten. Aber jetzt hier in siebten Runde, also die sechste komplett gefahren und auch die siebte, ist es echt aus. Mein linker Vorderreifen sagt so, no, stop, stop, stop. Und der, dann kann ich nicht Nein sagen. Also wir müssen auf jeden Fall stoppen. Und es geht in die sehr tricky Boxenanfahrt, die wir hier, ja, fast wäre es hier knapp geworden. Und hier spät bremsen, gut Zeit, gut gemacht. Und ja, 23 Sekunden sind es zu Machita und 25 zu TikTok. Ich denke mal, ja, wir sind knapp hinter TikTok rausgefahren. Der Overcut hat also gar nichts gebracht. Ich glaube, es hätte sogar mehr gebracht, wenn wir gleichzeitig mit ihm reingefahren wären. Aber ja, das weiß man natürlich erst im Nachhinein. 2,6 Sekunden sind circa, bevor wir dann richtig aufgeholt haben. Wir haben natürlich jetzt die Frühschussreifen, zwei Runden, ja, besser sogar noch. Also, das kann natürlich, ja, gut sein, muss es natürlich nicht. Neunte Runde, wir haben uns hier mit nach ein, zwei Runden, die richtig, richtig hardcore schnell waren, haben wir uns hier an Dan TikTok dran gerobbt und auch Matsushita ist nicht so weit weg. Das heißt, wir können jetzt beide so ein bisschen überholen. Das wäre natürlich mega. Und unseren Win hier in Belgien feiern, das für mich, ehrlich gesagt, eine größere Freude ist, in Belgien zu gewinnen wie in Ungarn, weil die Strecke ist einfach so anspruchsvoll, sie ist so traditionell und doch so perfekt. Also wirklich, das ist eine Strecke, die in Flow ist und einfach nur wunderbar. Also wirklich, ich kann von der Strecke stundenlang schwärmen, die ist perfekt und super gebaut. Und das ist halt einfach eine Oldschool Track hier. Ein bisschen weit über den Körper gerutscht, trotzdem, jetzt wird spannend hier, wir sind ganz nah an TikTok dran. Ich möchte nicht sagen, aber im Busstop können wir echt etwas wagen. Ein bisschen über den Körper drüber gekommen, das hat nichts gekostet, im Gegenteil, das hat sogar ein bisschen was gebracht. Und das ist Asi, wie der da nochmal rüberzieht. Er zieht einmal rüber und dann nochmal. Eigentlich ist das in der Formel 1 verboten. Und TikTok weiß das auch, deswegen glaube ich, hat er auch da ein bisschen klein beigegeben, weil er da ein bisschen Bammel von der Strafe hat. Aber das hätte echt gefährlich ausgehen können. Und hier 10. Runde, wir sind uns an Matsushita dran. 0,3, gleiche, ja, Höhe, eigentlich fast gleicher Abstand wie zu TikTok in der vorherigen Runde. Hier ein bisschen, ja, ein bisschen konservativer, weil ich habe ein bisschen Schiss von Track Limits und so, ja, you know. Und hier ein Busstop links an, aber er zieht auch ein bisschen weiter rein. Ich bremse mit Absicht ein bisschen später, dass da innen nicht der Konter kann. Und das ist es, Leute. Wir übernehmen hier die Führungsposition P1, Leute. Was für ein Rennen, was für ein verdammt hartes und doch mega spaßiges Rennen. Wir haben legendäre Überholmanöver, ich will nicht sagen, ja, parodiert fast. Und jetzt ist es soweit. Der Regen schaut runter, das interessiert uns aber nicht mehr. Wir sogar mit der lilanen Zeit hier in der letzten Runde, weil wir einfach die besten Reifen noch immer noch haben. Und das schaut gut aus, dass wir hier noch die schnellste Rennrunde holen. Wir roasten hier sogar noch Matsushita mit 4,3 Sekunden in zwei Runden. Und Tatsache, schnellste Rennrunde um eine Zehntel nochmal in der letzten Runde gedrückt. Und das ist einfach ein perfektes Rennen. Lasst auf jeden Fall unbedingt gern ein Däumchen oben da. Dieses Rennen war von Perfektion kaum zu überbieten. Ne? Und ihr könnt euch wirklich schon auf Formel 1 2021 freuen. Wir werden es wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, zwei Tage vorher bringen, weil ich mein Internet kenne und das dort ewig zum Downloaden. Und da werden wir echt lang brauchen. Vielleicht mache ich durch. Warte an dem Juli-Tag so lange, bis ich es downloaden kann, werde es dann die ganze Nacht runterladen. Aber wie ich da andere kenne, Dave Gaming und so weiter, die machen, keine Ahnung, laden das runter, machen um 2 Uhr in der Früh, das wieder bis 6, 7, nur dass sie dann 100, 200.000 Klicks bekommen. Das, so ein Mensch bin ich nicht, das ist wirklich. Mir ist zwar schon wichtig zu unterhalten, aber warum sollte ich am ersten Tag, keine Ahnung, 5, 6 Formel 1 2021 Videos rausklatschen, nur um da ein bisschen mehr Kohle zu einnehmen. Für ihn ist es vielleicht ein Weihnachtsfest oder so, oder ein Geldsegen, aber trotzdem, mich interessiert das nicht. Ich möchte das in einem normalen menschlichen Tempo mit ein, zwei Videos dann die
die Tage, Tag und das wird dann aber auch noch ein, zwei Wochen abklingen, sodass wir dann wieder zur Normalität kommen und dann vielleicht, ja, mal so was cool und Neues, zweimal die Woche oder dreimal die Woche wird dann mein Team kommen. Vielleicht lassen wir da auch ein spezielles mein Team mit meinem Brother entfallen, aber da, dazu später mehr. Hier haben wir nochmal die Endergebnisse. Das Finale Klassement, unser Teamkollege leider nur 12. geworden, von 6 gestartet, das ist echt ein bisschen lame. Eine doppel-japanische Reihe mit Matsushita und Dan Ticktum, also Matsushita und mir und Dan Ticktum dann noch dabei. Lundgaard auch weit vorne, iLot super gefahren und auch erwähnenswert Sato von 12 auf 7. Abonniert den Channel gerne, lasst gern ein Abo da, ein kostenloses Abo da, macht doch gerne ein Däumchen oben, schaut gerne auf Instagram und TikTok unbedingt vorbei und vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich später wieder oder am Samstag dann, wenn es mit der Formel 2 oder mit der Mega Season weitergeht. Bis dahin, danke fürs Zugucken und